So, Sardinia. Ach, Road Track. Okay, das konnte ich, habe ich nicht gelesen. Das ist tatsächlich eine Straßenstrecke oder was? Ist ja krass. Ich dachte, das wäre die... Ach nee, Windmühlen war die Rallye-Strecke, ne? Genau. Stimmt. Windmühlen war die Rallye-Strecke. Ich dachte schon, ich muss jetzt ernsthaft eine Rallye fahren. Bin ich im Karrieremodus tatsächlich noch nie gefahren, ne? Rallye-Strecke. Nur in den Lizenzprüfungen. Tatsächlich. Nicht schon wieder zu zweit nebeneinander, Jungs, bitte. Eieiei. Aua! Meine Güte, pass auf, wo du hinfährst. Fährt er mir einfach so eine Delle ins Auto. Ich muss ein bisschen auf die Streckenkarte achten, weil... Ich kenne die Strecke nicht! Tatsächlich. Okay, die Kurve geht nicht voll. Die geht nicht voll. Hier bestimmt auch nicht, vermute ich mal. Ich gehe mal lieber ein bisschen vom Gas. Ja, wohin? Wohin? Jetzt ist der M3 vorne, ne? Der BMW hat, der AMG hängt da ein bisschen hinterher. Die Mercedes halt zurzeit generell. Formel 1 Hust. So. Aufpassen hier. Aufpassen, Kurve geht nicht voll. Sehr schön. Wow. Da wären wir fast noch ausgebrochen. Letzte Runde. Letzte Runde. Und ich verbremse mich natürlich in der ersten Kurve.
Aber es ging noch, zum Glück. Aber zumindest schon mal schön, dass ich kein neues Auto kaufen musste, um hier teilzunehmen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr schön vom Spiel. Und ich versemmel es natürlich doch. Eine Kurve muss sein. Eine Kurve muss Shorty immer versemmeln. Das ist einfach so. Das geht gar nicht anders. Ganz normal bei Strecken, die ich so noch nie gefahren bin. So, nächste Haarnadel. So, sehr schön. Sind wir die drei Rennen auch gefahren? Ohne groß Geld auszugeben. Und ich würde sagen, warum sind die eigentlich alle rot? Und ich würde sagen, ich fahre mal jetzt noch die Rennen, die ich bei den anderen Events immer offen gelassen habe, weil ich das Auto schon hatte. Denn ich glaube, das nächste Event ist tatsächlich kein Rennen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. So, gehen wir die einzelnen mal durch. Den European Sandy Cup 500 bin ich zum Beispiel nicht gefahren. Warum nicht? Ich will mal ein bisschen Auto nehmen, was nicht ganz so OP ist, tatsächlich. Ich nehme mal meinen Scirocco. Oder? Oder? Was bin ich immer noch nicht gefahren? Sind den Clio noch nicht gefahren, ne? Na, ah, ich nehme den Scirocco. Nee, wartet mal. Ich bin ja doof. Ach ja, komm, wir versuchen es einfach mal. Ich kriege ja gar kein Auto, ne? Das ist ja ein Dings. Cup-Rennen.
ich muss mir erstmal wieder umgewöhnen. Alter, boah, untersteuert der. Meine Güte, das ist ein FF-Auto. Was ist denn hier los? Alter. Auch stimmt, das war ja beim Scirocco so ein bisschen Krankheit, ne? Tatsächlich. Mit dem massiven Untersteuern, das hatte ich ja ganz vergessen. Da müsste ich vielleicht mal die Bremskraftverteilung und den Ballast ein bisschen anpassen. Alter, den muss ich ja richtig um die Kurve schmeißen. Was ist denn hier los? Eieieiei. Aber ich glaube, der ist nicht getuned, ne? Ich kann hier gar nichts anpassen, tatsächlich. Glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht. Ja, fahr mir halt in die Karre. Ich kann es auch nicht ändern. Wenn ich innen bin, bin ich innen, ne? Kann ich nun mal nichts machen. Wenn ihr euch dazu selbst ins Ausschießt, deshalb, ja, dann bitte. Kurve, ne? Die Kurve, Alter. Ist halt arg vorsichtig machen mit dem Auto, ne? Dass es mich nicht wegschießt hier. Wie gesagt, der untersteuert so dermaßen. Als Frontantriebler, das ist Wahnsinn. Alter, jetzt komm rum, Mann. Das ist eine ganz einfache Kurve. Da muss man nicht quer stehen wie sonst was. Alter, das Auto, ne? Der verliert so massiv die Traktion, das ist Wahnsinn. Okay, Scirocco war eine scheiß Idee, weil kommst du nicht an den ersten beiden vorbei. Weil du so massive Traktionsprobleme hast mit dem Auto, das ist Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Egal, machen wir später nochmal mit einem anderen Auto, dann holen wir uns den ersten Platz. Jetzt fahre ich erstmal wirklich die Rennen, die ich eigentlich noch fahren wollte. Okay. Hier war nix. Okay.
War das nur hier oder was? Nee, doch nicht. Ja, okay. Was? 450? Achso, die bin ich nicht gefahren, weil ich das entsprechende Auto... Also ich hatte zwar die Autos... Aber eben nur knapp. Naja, gut, okay. So. Gehen wir mal in die Garage. Und holen uns mal unsere Credits ab. Ich wollte eigentlich sagen, unser Auto ab, aber ja, gut. So, damit haben wir die Alphas. Wo sind sie denn? Hier. Sehr schön. So, und wir gehen mal ins Café. Alfa Romeo abgeschlossen, sehr schön. Ah ja, gut, hätte ich auch erst machen können, ne? Naja, egal. Egal. Eine der ältesten unter den vielen Automarken Italiens. Nice.